Hallo, ich bin eine Robin namens Valijay und heute spielen wir weiter Spore. Ganz einfach, wir versuchen schlau zu werden. Ganz scheiße, Mod, ist egal. So, wir haben das letzte Mal ja das Rudel freigeschalten und so einiges mehr. Ja, und dann würde ich sagen, holen wir uns doch mal jemanden für unser Rudel. Und zwar ist das. Jetzt lass ich mal kurz schauen, haben wir einen Alpha da? Nein, wir haben keinen Alpha da, weil Alpha haben an sich mehr Leben. Und ich glaube, die machen auch mehr Schaden, aber das weiß ich nicht sicher. Gut, dann du kommst mit. Dann müssen wir einfach das normale Paarungsding machen, also ja. Nicht kompliziert. Now it's coming with us. Everything goes according to plan. Hallo Freund, du hast deinem Rudel eine Kreatur hinzugefügt. Du kannst jagen, singen oder tanzen, über die Wiese hüpfen. Was du machst, machen sie nach. Mit denen wird jetzt kämpfen einfacher, weil die mitkämpfen und Freundschaften schließen mit anderen Kreaturen einfacher, weil die ja mit Freundschaften schließen. So, lass mich mal kurz schauen, wo war das Rudel? Also wo war die Spezies, die uns das letzte Mal komplett weggekillt hat? Das war toll zu wissen. Nee, nicht da, nicht da, nicht da. Hä, wo ist das? Zwar, ne Moment, zwar in Richtung Dämon. Also. Dudel? Wo ist Dudel? Dudel ist da drüben, oder? Ja, Dudel ist da drüben. Okay, lass mal kurz hier in die Geschichte schauen. Ja, okay. So ein bisschen anfreunden dürfte nicht schaden, aber. Ja. Ach, das waren die Viecher. Ja, aber dann lass mich den anfreunden. Glaube ich, eine gute Idee. Wir singen. Wenn wir jetzt zweit sind, können wir besser singen. Und gerade wieder komplett Bildfehler, aber. You can't do anything against it. So, dann. Da ist ein Alpha, mit dem werden wir uns nicht anfreunden, weil das gerade, weil es schwerer ist, wie ein normales Wesen anfreunden. Dann sehen wir mal. So, dann fehlt nur noch einer und dann haben wir das Rudel eigentlich. Also, nicht das Rudel, dann haben wir die Spezies eigentlich schon. Alter, was zum Teufel? Was fuck ist das? Aber ja, dann dürfen wir uns mit denen auch angefreundet haben. Schon mal super. So. Then let me have a look. Das sind die anderen. Dann haben wir die unbekannte Spezies. Und die anderen Spezies werde ich noch auslöschen. Die mich letztes Mal komplett aus der Luft gesniped hat. Also ja, okay, es reicht. Wir können wieder leise sein. Was haben wir jetzt in Geschichte? Ja. Jetzt sind wir gut in der Mitte. Könnte man nicht mehr ergänzen. Die Frage ist, wollen wir die umbringen oder nicht? Aber meine Robby kriegt gerade leicht Hunger. Ja, ach Moment. Fuck, das sind zwei Alphas. Hey. Ich glaube, da warte ich noch erst etwas. Gut, dann lass hier zu der Spezies hingehen. Oh, Knochen. Ein Flit sieht ja sehr interessant aus. Immer genau, ist ein Marienkäfer, oder? Das ist ein Schmetterling. Ja. Das ist zwischen Schmetterling und Marienkäfer, sollte man kennen. Oh! Das ist eine andere Spezies, die ist auch von mir. Ja. Die sind von mir. Mit denen freunden wir uns an. Die sind cool. Die will nicht ziemlich viel kommen.
hin einen Haufen Knochen, die werden wir alle mitnehmen. Was ist das da drüben? Achso, das sind die Bude. Nee, nicht mit dem Alpha. Hier ist normaler. Mit denen freunden wir uns jetzt an. Ja, easy. Hätten wir uns mit der Spezies ja auch im Nu angefreundet. Ja, an sich wie im Schnürchen heute alles. Und wir haben noch ganze 14 Minuten. Gut, dann sucht mal. Dann suchet mal. Plus 2 Gesundheit. Cool. Das nehme ich gerne. Okay, warte, was haben wir hier? Waren die vierte, das waren die. Gut, dann gehen wir zu der Spezies da. Ja, so viel zu, wir gehen zu der Spezies da. What the fuck? Das hier sieht interessant aus. Problem ist, jetzt ist sogar mein Wissen leicht überfordert. Was genau? Oh, besseres Bügel. Aber jetzt ist auch mein Wissen leicht überfordert mit in Sachen. Was zum Teufel? Ich glaube, da kommt später eine neue Spee. What the fuck geht mit den. Okay. Bild komplett laggy. Aber ja, ich glaube, die sind jetzt doch nicht ganz so important. Die werden später wichtig, habe ich das Gefühl. So. Ach, kann es vielleicht sein, dass man nur eine gewisse Anzahl an Kreaturen auf einmal begegnen kann? Weil die haben jetzt schon Namen. Aber halt die noch nicht spawnen, weil wir für die einfach nur zu schlecht sind. Das könnte sein. Ein Teilchen. Die Dinger heißen allen Ernstes Teilchen. Geil. Ach lol, die Dinger schlüpfen gerade. Ja, aber wenn hier die ganzen Teile rumliegen, dann werde ich die ganzen Teile jetzt einfach mitnehmen. So einfach ist es. Ja, wir haben gerade einen Haufen Beine. Problem ist, die bringen uns nicht. So. Die haben. Warte, wenn ich die umbringen will. Muss ich vier umbringen. Die haben ein Alpha, zwei Alpha. Au! Oh! Warte, was? Was sind hier? Ich sehe der Nest gar nicht auf der Karte. Aber in diesem Garten, die mich vorhin aus dem vorherigen Part aus der Luft. Okay, warte mal. So, wir bringen das Wild um. Und dann fressen wir es auf, weil meine Kreatur gerade hungert. Die anderen bringen das Wild um. Das kann mir dann ziemlich egal sein, weil ich muss selbst sie gegen umbringen, damit ich sie ausrotten kann. Boah. Boah, die sind gerade nicht so beeindruckt. Oh Gott, die sind viel zu stark. Mit denen werde ich mich weder anfreunden können, noch werde ich die töten können. What the fuck ist das? Alles klar. Okay, warte, dann haben wir noch die Teile. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich nicht so weit weg vom Nest renne. Okay, dann haben wir hier noch welche. Also neue Kreaturen. Sind auch den Dinosaurier, oder? Dann haben wir hier
Giftgriffel. Ah ja. Okay, mal Teilchen. Also, warum Teilchen? Das sind Teile fossilen. Oder Fossile. War keine Teilchen. What the fuck? Ich will gar nicht lange da bleiben. Ich will nur kurz. Noch ein... Ja, das sind Hände, die bringen uns nichts. Ja, okay, ich würde sagen, dann machen wir uns auf den Weg zurück. Das hier ist ein Geysir oder was auch immer das ist. Wir verwenden es jetzt. Zu fliegen. Nee, ich muss die Karte ausblenden. Ach lol, damit kann ich. Was denn? Du bist so komisch an. Ich hab so verdammt scheiße viele DNA-Punkte, ey. Ich hab glaube ich noch nie so viele DNA-Punkte im Überfluss. Ja, dann lass mich mal kurz in Crate. Ich bin fertig. Ich hab ein paar Sachen. Deine Spezies wandert zu einem neuen Nest. Folge ihm, um einen Partner zu finden und eine neue Heimatbasis zu beziehen. Diesen werden wir sowohl gerade weggezogen. Wir müssen jetzt zum neuen Nest gehen. Jetzt sag mal, gerade wo wir sind. Aber ich habe ein paar Änderungen gemacht. Und zwar haben wir jetzt eine bessere Schlagenfähigkeit und eine bessere Spuckenfähigkeit. Ich wollte noch eine bessere Bezauberungsfähigkeit nehmen. Aber dann ist mir auch gefallen, hey, mir sind die DNA-Punkte ausgegangen. Aber ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Würde ich sagen. Dass wir hinkommen. Also halt zu unserer neuen Basis. Ich werde schon, dass ich das im heutigen Part noch hinkriege, aber ich kann es nicht versprechen. Wie viele kriegt wieder übelst rein? Und hey, wir sind fast schon eine Stufe schlauer, wie wir unten sehen. Okay, okay. Wie stark seid ihr? Okay, der Alpha ist 19. Ich bin 19. Das könnte... Nee, warte. Bevor ich weggehe, muss ich noch eine Spezies auslöschen. Ich muss nur schauen, wo die war. Aber wenn ich die Spezies nicht auslösche, dann drehe ich durch. Weil wer mich aus der Luft snipet, wird das bereuen. Jetzt muss ich sie halt nur finden. Aber die waren vorhin hier hinten. Waren die nur hier im Wald? Und da... Ne, da sind die Pikas. Da sind die... Thank you.
Fuck! Ach, dann halt dich. Alter, jetzt lass mich nicht, hör auf zu tanzen! Alter, sing doch! Alter, ich dreh durch. Danke. Alter, was zum Fick? Das war jetzt nervig. Intelligenz. Der nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer, dein Status ebenfalls. In deinem Rudel ist nun Platz für zwei. Kurzum, ich kann ein zweites Rudelmitglied mitnehmen. Ich habe jetzt nach dem Rild gesucht. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe sie einfach nicht gefunden. Ich habe 8 Minuten oder 10 jetzt gesucht. Ich hatte 8 Minuten auf meinem Timer für die Aufnahme. Diese 8 Minuten sind jetzt vorbei. Ich habe sie einfach nicht gefunden. So als hätten sie sich in die Luft aufgelöst. So. Alter. Das war nervig. Aber ich habe einiges an Fossilien gefunden. Komm mal. Hol die Fossilien. Nochmal bessere Flügel. Muss sagen, in Sachen Flügeln geht's heute richtig ab. Schon 2-mal Flügel bekommen. Okay. Was ich jetzt machen werde, ist... Ja, ich werde einfach zu unserem neuen Zuhause gehen. Das ist hier unten auf der Karte hier schön rein einmarkiert. Da werden wir jetzt einfach hingehen oder hinfliegen oder... uns hin teleportieren, keine Ahnung. Wobei, ich könnte einen von denen ins Rudel aufnehmen. Ich glaube, das Gefühl ist ein Schuss. Und die schauen auch cool aus. Ja, komm, scheiß drauf. Ich werde jetzt versuchen, den Rudelanführer mitzunehmen. Also nicht den Rudelanführer, den Alpha. Ja, er singt! Weil wir können nicht tanzen. Aber geil, das heißt, wir haben einen Rudel drin, oder? Stabil. Also hier unten haben wir einen Rudel drin. Das ist super. Ich muss sagen, die schauen irgendwie cool aus. Da ist das neue Nest. Oh, wir haben eine Alpha-Robbe. Hey, neues Nest. Ich bin da. So eine tolle Cutscene. Und alles, was das Spiel denkt, muss tun, ist Grafikbuff. Toll. Du hast dieses Nest besetzt. Zukünftige Generationen werden hier geboren. Deshalb, wenn ich drauf gehe, werde ich jetzt respawn. Weil wenn ich vorhin drauf gegangen wäre, wäre ich im alten Nest noch respawn. wie er angequatscht hat. Okay. Ach Gott, Hilfe. Anruf. Kurzer Anruf. Unterbrechung. Der lüge Öko-Zocker hat was danach gefragt. Aber ja. Ich sage jetzt, ich muss schauen, dass ich ungefähr... Okay, lass mal kurz nachdenken. Wenn ich 8 Minuten rausschneide... Ich probiere... Ach du heilige Scheiße! Also hier oben, man sieht, ich hab's gebaut. Und ich erinnere mich auch ungefähr dran, aber fuck, weg da! Das Ding... Das ist... Warte, lass mal kurz pausieren. Das ist ein Epic. Oder hier, wie es steht, epische. Das ist ein Epic. Epics sind verdammt overpowered Wesen. Und mit dem wollen wir uns einfach nicht anlegen, okay? Ich meine, schaut ihn euch an. Wie massiv der ist.
Mit dem können wir uns nicht befreunden, den können wir nur töten. Wobei im Moment tötet der eher uns und das, der so nah bei unserem Nest ist. Ist ganz und gar nicht gut. Also gut ist alles, aber nicht das. Deswegen fände ich es jetzt einfach besser, wenn er weg ist. Es könnte, by the way, sein, dass der Part heute jetzt etwas zu lang oder zu kurz wird, weil ich keine Ahnung mehr habe, was wie viel genau ich rausschneide. Wie viel drin bleibt. Besseres Horn, was haben wir hier drüben? Ja, jetzt muss man schauen, je nachdem, was ich rausschneide und was nicht. Okay, was haben wir hier drüben? Oder wie? Die haben auch was. Da will ich haben. Ich will alles haben. Ich will alle Scheiß haben. Und dann werden wir, glaube ich, erstmal in Richtung Altes Nest zurückgehen und uns da um die ganzen Viecher kümmern. Hoffentlich nochmal die anderen Deppenfinder. Okay, das Fossil dort ist riesengroß. Und ich habe das Gefühl, dass große Fossile gute Teile geben. Was haben wir? Und wir haben. Oh, Ramen 4. Geil. Dabei könnte besser sein. So, was haben wir hier? Ja, wir haben die... Wir haben die besten Flügel geskippt. Wir haben die besten Flügel geskippt. Hallo, du sollst das Fossil hier nehmen. What the fuck ist das? Du bist jetzt bitte das Fossil auf. Danke. Sind wir da und dann da. Ja, geil, wieder Gesundheit. Warum haben wir so viele Fossilien drum? Also nicht, dass ich würde mich beschweren, ich wundere mich nur. Dreier Ramen, stabil. Okay. Hier drüben liegt noch was. Das nehmen wir und dann gehen wir erstmal Richtung nach Hause zurück. Okay. Das ist einfach nur unser Zuhause. Weil wir haben mehr als genügend Teile. Ja, wobei, wir haben zwar viele Teile, aber kaum Punkte. Toll. Kurz, und bevor wir hier was machen... Ja, bevor wir hier was machen, müssen wir erst uns um andere Dinge... What the fuck? Also. Ich habe gerade versehentlich Ausbohrer ausgetippt und das hat Spoiler so gebracht, ja, sich zu minimieren, und dann hat irgendwie gar nichts mehr funktioniert. Ich habe jetzt, was ich was, 4 oder 5 Minuten schauen müssen, dass der Scheiß wieder geht. Ich werde jetzt kurz die Antwort machen und nach muss man jetzt gleich anschauen, wo das Problem liegt. Aber ja, dann sage ich, ja, ich hoffe, ich habe eure Zeit nicht verschwendet. Ich bin Henry Robin namens Wally J. Und tschüss!